Hey, was geht ab? Hier ist der TrainLP mit WQ Online wieder am Start, mit Torchlight 2. Mann, ist das mal eine geile Ansage gewesen. Jetzt hab ja, sowas von. Auch wenn ich, auch so viel trinken muss, weil ich wohne ja unter dem Dach. Und ja, das ist ziemlich krass, wenn draußen so fast 30 Grad sind, dann hast du es mal in der Wohnung so 10 Grad mehr. Ja, und wo müssen wir denn lang? Ja, wo ich stehe. Ach so. Ach so, okay. Ah, cool. Ja, während es bei Train heißer ist als in der Sauna, ist es bei mir ziemlich kühl. Moment. Alter, hier oben ist irgendwas. Gerade angekommen. Kohle. Ist da was? Hier ist Kohle. Au, und Gegner. Ja, die Gegner machen mir gar keinen Schaden. So. Da war noch irgendwas. Giftring. So, Oh, Entschuldigung, weiß ich jetzt nicht. Kein Problem. Du hast ja im Moment ziemlich viel Stress, Schule, ne? Abi und so, ne? Ja, oft so. Oh Gott. Ah, okay, mit der rechten Maustaste. Wow! Ja. Ich hasse Schule. Aber. Und kein... warte kurz, Stufenaufstieg. Echt? Ja. Wirklich? Mann. Ja. Ich. Mach halt ein bisschen mehr Schaden als du. Ich lauf derweile mal im Kreis, still und so. So, was nehmen wir? Das kann ich nicht machen. Fernkampfmeisterschaft. Ausbüchsen. Mir ist so kalt hier. Ich friere schon Explosion. So. Jetzt nehmen wir mal die Giftexplosion nochmal. Ey, ich hab ja meinen Hund, ne, meinen Begleiter Schlapperlot genannt, ne? Das Geile ist, was ich ja vorher nicht wusste, er schlappert wirklich. Ja, der macht so. Wayne. Das ist so geil. Siehst du das da unten? Warte kurz, geh mal hier so ran. Warte mal. Ja. Ich hab hier so einen Holzvorschlaghammer überlegen. Ach, apropos, danke, dass du mich dran erinnerst. Brauchst du den? Ich hab gerade mal einen neuen Bogen mir mal ausgesucht. Und zwar einen einzigartigen Bogen der Vergnügungssüchtige. Alter, Umschaltung. Also Linksklick war das. Hä? Verzierter Däringer der Demolierens. Hohe Angriffstempo, körperliche Schaden, erfordert Stufe. Schieß mich tot, behalte ich mal. Dervisch? LOL. Blöde Spinne. Kommt nur her. Ach so, jetzt verstehe ich. Also vom Set, also von so einem Set gibt's den Stab, ne? Oder ne? Also Hand. Es gibt unterschiedliche Sets. Ach so, also, okay. Also es gibt das, Tausende von Sets. Also ich meine jetzt so welche Teile so halt wird dir ja angezeigt. Also ja, klar, aber ich meine jetzt, ob es halt wirklich nur feste Sets sind, ob es halt ein Stab sein kann oder ob es halt eine Hose sein kann, ob es ein Handschuh sein kann oder sind das halt immer wirklich nur Handschuh, Oberteil und Kopf? Nee, kann alles Mögliche sein. So. Boah, was hast du für einen geilen Pfeil, ey? Was ist denn das da unten? Das ist ein Fass. Was, das da? Schieß drauf. Können wir da nicht lang gehen? Ich glaube, wir müssen oben rum. Hier unten lang gehen. Okay, dann gehen wir unten lang. Ich gehe jetzt hier unten lang. So, erzähl mal was von deinem Abi. Wird erst nächstes Jahr sein. Ach so. Toll. Hat uns so viel gebracht, hier unten zu sein. Und du machst doch Prüfungen, oder nicht? Ja, ich mach. Also ich bin gerade dabei, also LK Englisch, LK Mathe. Hm. Morgen sind Klausuren. Also wenn ihr das hört, glaube ich, sind schon lange keine Klausuren mehr. Da ist eine Quest. Die geht auch nicht mehr weiter. Obwohl, ich denke mal, dass es hier irgendwann mal weitergehen wird. Und hat Pro. Ich weiß es nicht. So, erzähl weiter. Irgendwie. Ja, dann hab ich natürlich noch. Ey! Ja, ich weiß. No! Leute. Hier ist eine Truhe. Aber. Au. Bam! Da habe ich gerade Fett einstecken müssen. Alter, ich mach mit einem Damage weg, ey, und du hackst da drauf rum, ey. Ja, dafür habe ich aber keine Fähigkeit eingesetzt. So, also schreibst du morgen Englisch LK oder was? Deutsch. Ich schreib Deutsch GK.
Ja, dann wirst du bestimmt besser abschließen als ich. Also ich gehe jetzt nicht mehr so zur Schule, aber ich muss echt sagen, Deutsch war für mich in der Schule damals richtig grottenschlecht, Ich finde Deutsch nicht selber auch nicht berauschend. So. So, da ist noch eine Truhe. Oh ja, Geld. Dein Hund macht gerade einen auf Rambo. Ja, der legt sich gerade mit allen möglichen an. Da oben ist Mana-Trank. Perfekt. Mana. Ey, mein Hund, der ist voll aggressiv, Ja, weil du es so eingestellt hast, glaube ich noch. Der rennt da einfach mal vor, Alter. Du hast das eingestellt. Hier ist so ein Spinnen. Weiß. Ich knall gerade die ganzen Höhlenspinnchen hier ab. Boah, kritischer Damage, Mann. So. Hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Ich geil. Wo ist dein Hund wieder? Ach, da unten. Das was muss man denn eigentlich machen? Die Spur des großen Regenen. Okay. Ich glaube, da oben, wo gerade ein Questzeichen ist. Hier ist eine Quest, aber wollen wir erstmal das Fragezeichen suchen oder wollen wir erstmal die Quest machen? Okay. Ich würde sagen, erstmal alles wegschnetzeln. Ja, wir metzeln erstmal alles hier. Oh, hier oben ist irgendwas. Wow! Wow. Ich mach. Erstmal wieder klarkommen mit der Steuerung. Und platt gemacht. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Lol. Alter, da ist ja das solltest einer. Du jetzt nicht machen. Was denn? Nee, mache ich auch nicht. Ich habe nur einen Haufenweise Items irgendwie. So von meiner Nase. Und jetzt nicht mehr. Glaubst du, ich nicht? Upsala. Alter, ich lieb schon wieder mein Geklick in der Aufnahme. 100 Pro, ey. Warte mal. Hä? Okay. Wie ging das dann im Lauf? Ey, ich hab hier einen Typen gefunden. Ja, Fondo der Meister, Verzauberungsmeister. Ja. Das ist, ihr setzt gebündelte Ströme knisterten Energie frei, die alle Gegner in dem bis zu 8 Metern Entfernung in einen Winkel von 75 Grad einen Stromschlag versetzen und sie betäuben. Die Energieströme bleiben stabil und ziehen Mana ab. Solange ihr die Maustaste gedrückt haltet, Mana kostet plus 90 1. pro Sekunde, verursacht 20% Waffenschaden. Ach komm, ich hab nur Kohle. Zuschaden gibt nur bei Explosion bei Tod, Alter. Nice. Boah. Geil, das mache ich jetzt. Also erstmal Waffen habe ich gerade mal verzaubert hier bei mir. So, echt wirklich? Das mache ich auch gleich. Ja, wo ich das muss hier. Jetzt erstmal hier meine. Komm schnell, der Typ haut ab. Wie der Typ haut ab? Der ist doch bei mir noch da. Also bei mir geht der gerade hier weiter. Ja, bei mir, ja, bei dir, aber nicht bei mir, man macht mir. Oh, ey, er macht mir gleich so eine Angst, Boah, warum das denn? Erstmal ganz gechillt wieder hier in meinen schönen Sessel setzen, ja. Und gucken. Magieschaden. Könnte ich mal wieder ein bisschen machen. Dann das. Nee, jawohl. Und das. Ja, passt. So. Und achso, das hatten wir doch schon mal mit den Verzaubern und so. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Du nimmst das Item, legst es in diesen Open Slot. Ja. Der da ist, ganz oben. Und dann klickst du auf Verzaubern, das kostet Geld. Diesen Gegenstand zu verzaubern versuchen. Okay. Der Verzaubern führt uralten Rituale an den Gegenstand generell, Kressel und Humor durch und fügt neue Verzauberungen hinzu. So, okay. Verkaufen, verticken. Warte mal, was zwei ist das? Auf Rüstung gegen Körperschaden. Nein. Oh. Ich verzauber jetzt nochmal ein bisschen meine Waffe. Den behalte ich. Den behalte ich sowas von, aber. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich für sich? Aber ich kann locker Inventar. Die verzaubern für Walder. 10 Bonus für kritischen. Für 10 kritischen Schaden auf meiner Hauptwaffe. Du musst 13 zurückstoßen? Lol. Nein. Nein. Muss meine Waffe. Ach, da. So. 5 Back Schaden damit. Von Begleitung und Dienern. Ey, weißt du was? Ich verzauber nochmal meine Waffe, Alter. Wenn du genug Kohle hast, gerne. Ja, ich hab so 11.000. Oh. Ihr habt Glück. 10 Bonus, 15 Schaden an Nebenziel. An Nebenziel. Oben eisig. Boah. Ach komm, so, das reicht jetzt. Ticken wir auch. Ja, so. Und in die Stadt schicken. Danke. Ciao. Oh.
zaubern auch nochmal. So, ich nehme mal einen Heiltrank. So, jetzt habe ich 4 plus Rüstung, ey. Nice. Toll, ich hab, ja? Jetzt habe ich... Ach, scheiß drauf, den verkaufe ich jetzt. Ich habe nur meine Waffe verzaubert. Und zwar einmal 4 plus 4 Körperschaden plus 15 zurückstoßen. Pro Angriff. Ja. Ja, ein bisschen experimentieren halt, ne? So, cool. wo ist mein Inventar nochmal hier? Schwert brauche ich nicht. Ringgürtel brauche ich auch nicht. Pistolenüberlage brauche ich auch nicht. Großen brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ring brauche ich auch nicht. Was ist das? Das Celsius-Band. Den behalte ich mir mal. Brauche ich nicht. Brauchst du ein Spalthufmantel? Das ist Z-Spalthuf. Spalthuf? Nehme ich gerne. Gut, dann gebe ich dir den gleich. Items von mir aus. Brauchst du eine Flammenklinge der Tödlichkeit? 101 Schaden pro Sekunde. Euer Begleiter ist fortgegangen. So, meiner ist jetzt mal 2. Bis zu der nächsten. So, jetzt. Wolltest du nämlich. Ja, da. Da, bitteschön. Nice. Kannst du sowas gebrauchen? Flammen der tödlichen Gebäude. Nee, brauche ich nicht. Gut. Im Moment brauche ich sowas nicht. Gucken. Gut. So. Danke. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Gut. Well dressed. Oh, ich habe immer ein Achievement erhalten. Ich habe immer eine Angst, von dem Mikrofon weg zu sein. Hier ist eine Quest und so. Geil, mein Begleiter hat es mir mal 800. Achso, ich sollte ja die Tipps ausstellen. Das mache ich mal ganz kurz in der Option. Kann man das in der Einstellung machen? Dort. Tipps anzeigen. Ausgestellt. Weiter. Hier ist wieder Stuff für dich. Ja. Das ist gut. Du hast es. Ich hab's voll drauf, ne? Grad. Alter, der eine. 1844. Nein. Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel, als wir getrennt wurden. Ich hatte gehofft, ihn im Tempel wiederzutreffen, aber die Tore haben sich hinter ihm geschlossen. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging es ihm sehr schlecht. Ich fürchte, er könnte sich dieselbe Krankheit wie die anderen Esterianer zugezogen haben. Cool. Ich wollte durch das andere Portal im alten Esterianer-Refugium in den Wachtwaldtempel. Leider sind die Schlüssel gestohlen worden. Den einen haben Goblin-Bergmänner geholt. Okay. Und wir glauben, den anderen haben Sklavenhändler, die seit kurzem in der Gegend sind. Man braucht beide Schlüssel, um das Wachtwaldportal zu aktivieren. Und sie zurückzuholen, übersteigt meine Fähigkeit. Holt den Hauptschlüssel Glutstein von den Sklavenhändlern zurück und den Zusatzschlüssel Glutstein von den Goblins. Damit könnt ihr das Portal im Refugium öffnen und den Regenten abfangen, bevor ihr den Wächter ansteckt. Okay. Ja. Wir haben eine neue Quest. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest, die ganz oben ist, bevor wir mit der Hauptquest wieder anfangen. Also wollen wir jetzt erstmal die Quest da mit dem dicken, fetten Ausrufezeichen machen, ja? Oh, ja. Oh, ja. Ja, geil. Bitte helft mir. Unsere lieben Kleinen sind die... Unsere lieben Kleinen sind in dieser Höhle gelaufen. Mein Ehemann Finas ist ihnen gefolgt, aber es wimmelt dort von üblen Wesen und er ist nicht zurückgekehrt. Oh, ich bin außer mir vor Sorge, findet Finas und unsere kleinen Lieblinge. Ihr müsst uns helfen. Klar. Also ich guck gerade unten auf das, was man kriegen kann. Ein Rohleder Kassins der Abschirmung interessiert mich nicht. Ein Giftpanzer beste Identifikationsmarke. Okay. Das, was mich interessiert, ist die Armbrust. So, ich bin schon mal drinne. Ach verdammt, ich hab mich verklickt. Alter, so. Mein Hund, der auf ist voll, weg. Mein Hund ist auf Speed, Alter. Ja, stell mal doch ein, wenn du nicht willst, dass der alles angreift. Aber hallo, aber der macht alles mit einem Hit tot, ey. Der geht dahin, beißt rein, tot. Bist du schon drin? Ne? Ja, und ich merke gerade, dass es eine super schlechte Idee war. Warum? Weil. Oh lol.
Warum denn?